Moin. Vielleicht wissen die Supertox-Card-Spieler unter euch ja, dass eigentlich schon seit längerem geplant ist, den Online-Modus einzuführen, damit man online gegen andere Leute spielen kann. Leider hat sie da bis heute nichts getan. Doch mit Parsec ist dies auch jetzt schon möglich. Für alle Open-Source-Fanatiker gibt es hier allerdings einen kleinen Wermutstropfen. Ihr braucht einen Windows-Host. Wer sich damit aber anfreunden kann, dem kann ich jetzt zeigen, dass dies durchaus möglich ist. SupertuxCard läuft hier auf meinem Desktop-PC, Windows 10 gerade, Pro Edition, noch das Creators Update. Und hier habe ich meinen oder einen meiner Laptops, ein ThinkPad X214 mit Kubuntu 16.04 LTS. Und um euch zu demonstrieren, dass man auch so gegeneinander zocken kann, habe ich das hier auf beiden Bildschirmen mal am Laufen. Hier läuft Parsec drauf, was auf meinen Desktop zugreift. Und da läuft das Spiel nativ. Nun könnte man natürlich das auch online machen. Leider habe ich keine Online-Freunde. Aber und auch vor allem keine, die das Spiel hier spielen wollen. Aber um euch das zu demonstrieren, reicht das hier vollkommen aus. Fangen wir mal an. Ihr seht, ich suche hier aus. Dann nehme ich mir doch mal Tux, wenn ich da reinkomme. Und ne, erstmal Gast. So, der ist ausgesucht. Und jetzt nehmen wir uns zu dem Ansatz. Und dass es auch auf dem Lappy läuft, den 360-Controller, drücken wir mal auf A. Und suchen uns Conky aus, das KD-Maskottchen. Drücken weiter. Starten ein normales Rennen. Ja, das passt. Jetzt sagt er mir, dass ein anderes Spielleiter Änderungen vornehmen kann. Das wäre in dem Fall mein Spieler 1 mit der Tastatur hier. Machen wir das eben. Und ja gut, ihr seht gerade, dass es dasselbe Bild ist, weil es im Grunde auch einfach nur gestreamt wird, aber das funktioniert live für den Mehrspieler, wie ihr sehen werdet. Falls es hier zu Lags kommt, verzeiht das. Ich habe gerade kein Netzwerkkabel dran, das hier läuft über WLAN. Aber mein WLAN ist eigentlich im 5 GHz-Netz ganz stabil und von daher hoffe ich einfach mal, dass es funktioniert. Nehmen wir das hier, um es zu demonstrieren, machen wir keine KI an und starten das Spiel mal. So, da geht's los. Und hier seht ihr, das könnte man jetzt wunderbar spielen. Ist natürlich jetzt ein bisschen kompliziert, sozusagen, aber mein Gott, es erfüllt seinen Zweck. Zeige das auch nochmal mit Tastatur, dass er jetzt den oberen, den Tux, steuern kann. Und ihr seht, das funktioniert ganz wunderbar. Und ja, solange die Entwickler hinter dem Spiel die Infrastruktur noch nicht aufbauen konnten und den Netzwerkcode noch nicht so weit implementieren konnten, ist das hier vielleicht für den einen oder anderen eine willkommene Alternative. Er wurde natürlich, dass ihr den Entwicklern von Parsec vertraut oder Vertrauen entgegenschenkt, dass ihr euch auch auf eine Streaming-Software einlassen könnt. Aber da ich das Gefühl habe, dass die Jungs hinter Parsec, die Jungs und Mädels hinter Parsec ganz knorke Leute sind, habe ich da auch keine Angst vor, dass die irgendwelchen Schabernack mit uns veranstalten. Ist natürlich schade für alle, die
auf Teufel komm raus unbedingt meinen, Open Source muss alles sein, Open Source ist das einzige, was zählt und alles andere soll in der Hölle schmoren. Na, was soll's. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja. Vielleicht hat das hier ja jemandem geholfen. Falls ja, super, falls nicht, Pech gehabt. Auf Wiedersehen.